Warum hast du Ärger? Ich habe Ärger mit meinem Zuhälter. Das war dein Zuhälter? Das? Nee, das war nur so ein Laufbursch. Warum hast du überhaupt in dem Job gearbeitet? Nicht, man verdient gut. Das kannst du woanders auch. Ja, ist dir die Art, wie ich meine Miete bezahle, nicht fein genug, oder was? Nein, aber ich finde, so ein Leben ist Verschwendung, weißt du, Ausnutzung. Ja, war schon klar, dass sowas kommt. Was machst du denn? Ich bin Student. Was studierst du? Germanistik und Anglistik. Was? Deutsch und Englisch. Zu Lehrer werden oder so? Nein. Was macht man da mit Deutsch und Englisch? Keine Ahnung. Ja, ich kann damit schon was anfangen. Ich kann zum Beispiel an der Uni bleiben und weiter studieren und später mal selber lehren als Professor. Wenn ich das richtig verstehe, du studierst Deutsch und Englisch ohne Berufsaussichten, um später mal anderen Leuten Deutsch und Englisch beizubringen, die auch nicht wissen, was sie damit werden? Nein. Das war nur ein Beispiel. Blödes Beispiel. Ja, schon klar. Und du sagst mir, ich würde mein Leben verschwenden. Typus hat gerade gleich. Weißt du, ich habe vielleicht bescheuerte Berufsaussichten, ja? Aber ich kann den besten Witz der Welt. Ach ja? Ja. Das gibt's nicht. Doch, der beste Witz der Welt. Du willst mich verscheißen? Nein, ehrlich, würde ich nie machen. Das ist der beste Witz. Damit gewinne ich immer jede Wette. Ah ja, und wie geht er? Ja, nee, den kann man nicht einfach so erzählen. Da muss man auf den richtigen Moment warten. So klar. Linda? Hi, Pedi. Hi. Was machst du denn noch hier? Wir dachten, du seist schon weg. Ich kann nicht glauben, dass du es durchgezogen hast. Ist das der Typ, der dir geholfen hat? Hi, ich bin Olli. Scheiße, Mann. Hi, ich bin Petra. Ist das der Koffer? Bist du laut? Darf ich mal sehen? Nein. Ja, okay, war ja nur eine Frage. Und Gregor hat den Prediger auf euch angesetzt. Den Prediger? Ich denke, das ist in Russland. Ich sag nur, was ich gehört habe. So, ich muss dann gehen. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Scheiße, ich muss los. Greif mich sofort. Moment mal. Wer ist Gregor? Warum sind wir beide tot, wenn wir ihn treffen? Was ist in dem Koffer und wer ist überhaupt der Prediger? Gregor ist mein Boss. Dein Zuhälter? Nein, er der Zuhälter der Zuhälter. Und wer ist dann dein Zuhälter? Das ist doch egal. Wer ist der Prediger? Das willst du gar nicht wissen. Doch. Das ist die linke Hand von Gregor. Du meinst die rechte Hand? Die linke Hand, sag mal, kennst du ihn besser oder ich? Was ist in dem Koffer? Das ist doch meine Sache. Na toll. Hör mal, du sollst jetzt echt nach Hause gehen und dich ausschlafen. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich hab kein Zuhause. Scheiße, ich muss los. Wieso? Ich glaube, ich habe da draußen jemanden gesehen, von dem ich nicht hoffe, dass es der ist, von dem ich glaube, dass er das ist. Wen? Den Prediger. Gehen wir. Folgt uns jemand? Nee, ich glaube, ich habe mich geirrt. Sag mal, ist das bei euch immer so, dass wenn mit irgendwelchen miesen Typen auf der ganzen Selbstwert, die aus eurem Job aussteigen wollen? Naja, eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Naja, nur wenn man so einen Koffer mitgehen lässt. Was ist denn da drin? Scheiße. Hat er uns gesehen? Oh, das war knapp. Komm, lass uns gehen. Ich habe keinen Bock, hier in der Falle zu sitzen. Hallo, Gregor. Hallo. Wie geht's? Ich hätte gerne meinen Koffer wieder. Okay.
Und was passiert mit uns? Hey, Moment mal. Können wir uns nicht irgendwie gütlich einigen? Ich meine, muss denn immer alles mit Mord und Totschlag enden, oder was? Wer ist das denn? Lange Geschichte. Olli, du solltest dich da wirklich raushalten. Raushalten? Also wenn ich die Sache hier richtig verstehe, ja, dann geht das um deinen Kopf und meinen. Das muss man auch irgendwie regeln können. Na schön. Einigen wir uns gütlich. Was können Sie mir bieten für den Verlust eines Koffers mit ca. 70.000 Euro Bargeld? Für den Verlust einer meiner besten weiblichen Angestellten und, was am wichtigsten ist, für den Verlust meiner Reputation, weil man es gewagt hat, mich zu bestehlen. Ich frage Sie also, was können Sie mir dafür anbieten? Den besten Witz der Welt? Nein, das meine ich ernst. Sie sind doch ein Ehrenmann, oder? Ich erzähle Ihnen den besten Witz der Welt und wenn Sie im Nachhinein nicht finden, dass es der beste war, dürfen Sie mit mir machen, was Sie wollen. Ansonsten sind wir quitt. Ich meine, was haben Sie zu verlieren? Einverstanden. Dich nie wieder in Hamburg sehen, verstanden? Nie wieder. Du wirst niemandem sagen, woher das Geld stammt. Okay. Wir kennen uns gar nicht. Ich habe dich noch nie gesehen. Gute Nacht. Ich hab doch gesagt, ich kann den besten Witz der Welt. Viel Glück bei der Prüfung. Wird schon schief gehen. Geht der Witz eigentlich? Ach, so gut ist er auch nicht.